Wir wollen diskutieren mit der Tiefseeforscherin und Meeresbiologin Frau Professor Dr. Antje Boetius. Herzlich willkommen. Ich muss meine Zettel so orientieren, wenn es hieß, ich habe eine genaue Reihenfolge. Wir haben natürlich Professor Jochen Maas, Sie haben ihn eben schon kennengelernt. Herzlich willkommen. Wir haben Michael Senn, auch viele von Ihnen kennen ihn schon, Vorstandsvorsitzender von Fresenius Kabi. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen auch Matthias Wieber, CFO von Hexal Sando. Und ich muss Ihnen nicht vorstellen, Sie haben ihn eben auch heute schon erlebt, Professor Dr. Karl Lauterbach, Bundesminister der Gesundheit im Kabinett Scholz. Herzlich willkommen, zugeschaltet. Ich möchte gerne mit Ihnen anfangen, Herr Weber, wenn ich das darf. Oh, Verzeihung. Herr Schmitz fehlt. Wie kann ich so etwas vergessen? Es ist, wenn man diese Zettel immer durcheinander will. Vor allem ist sie runterfallen. Darf ich Sie einfach auf die Bühne bitten, bitte? Wo ist er, Dr. Jochen Schmitz? Wo ist er? Dr. Jochen Schmitz, ein Sonderapplaus. Wie kann ich Sie vergessen? Siemens Healthineer. Ich werde Sie gleich noch mal gesondert vorstellen. Ich darf Ihnen kurz erklären, wie das kommt. Wir haben so lange über die Reihenfolge diskutiert. Und dann ist immer die Frage, machen wir es so, machen wir es andersrum, wer ist schon zugeschaltet. Und dann passiert es. Und wir haben vorher noch gerade wir beide darüber gescherzt, dass meine Zettel durcheinander kommen. Ich bitte um Verzeihung. Geht alles von der Diskussionszeit ab. Deswegen halte ich meinen Mund und stelle gleich die erste Frage an Herrn Weber. Sie sind ja CFO, ich hatte es eben schon gesagt, Hexal Sando, der größte vom Volumen her, wir haben es gerade noch mal drüber unterhalten, Generika-Hersteller. Jeder von Ihnen wird Hexal kennen, hat im Laufe des Lebens mit Sicherheit schon ein Medikament davon genommen. Oder auch 1A Pharma ist ein Schwesterunternehmen. Ein Generika-Hersteller würde man jetzt nicht automatisch mit dem One Health-Gedanken in Verbindung bringen. Die Umwelt spielt eine ganz wichtige Rolle, gerade bei einem solchen Volumenhersteller. Was bedeutet der One Health-Ansatz für Sie als größter Generika-Hersteller? Ja, Herr Dr. Specht, vielen Dank für die Frage. Wir haben in Deutschland einen Arzneimittelverbrauch von 30.000 Tonnen pro Jahr. Und 80% davon, das sind Generika. Generika sind Medikamente, wo der Patentschutz abgelaufen ist. Und wir sind der größte Generika-Hersteller. Und entsprechend sehen wir natürlich auch eine Verantwortung für Medikamenten, Spuren und Reste, die man in der Umwelt findet. Und ein Bereich, der in letzter Zeit sehr häufig diskutiert wird, sind Medikamentenspuren im Wasser. Das sind durch immer verbesserte Analysemethoden kleine Spuren, die man findet von Schmerzmitteln wie Diclofenac, von Röntgenkontrastmitteln, Antibiotika, von Hormonen. Und das ist ein Thema, was zu Recht immer mehr Aufmerksamkeit bekommt und wo wir natürlich auch eine entsprechende Verantwortung haben. Und die erste Frage ist natürlich, wie kommen überhaupt Medikamentenspuren ins Wasser? Und da gibt es eigentlich drei klassische Wege. Der häufigste, und das ist eigentlich gar nicht mal das, was man erwartet, ist über Patientenausscheidung. Also wenn man Gels oder Salben auf die Haut gibt, dann nimmt die Haut nicht alles auf, sondern übers Duschen wird ein Großteil wieder ins Wasser abgegeben. Das Gleiche passiert, wenn man Tabletten nimmt, dass der Körper nicht alles aufnimmt. Und diese Patientenausscheidung verursacht ungefähr 90% der Verunreinigung von Medikamenten im Wasser. Und daneben in geringerem Maße ein klassisches Problem. Viele entsorgen immer noch Arzneimittel und Medikamentenreste im Wasser, im Waschbecken oder in der Toilette, anstatt sie im Hausmüll zu entsorgen. Und als letztes, und da können wir was beitragen, natürlich gibt es auch bei der Produktion kleine Reste, die zum Beispiel über die Anlagung, über die Reinigung von Produktionsanlagen dann im Wasser landen.
Ja, wie ist das zu bewerten, dieses Problem? Und ich glaube, jeder hat natürlich als erstes denkt ans Trinkwasser. Aber was so heute die Studien sagen, auch das Bundesumweltministerium, das sind wir sicher, denn die Spuren sind so gering, dass wir also Millionen von Litern trinken müssten. Aber das Thema bleibt natürlich diese Spuren im Wasser, in den Flüssen, in den Seen. Was bedeutet das für die Lebewesen, für die Fische? Und da sind wir doch noch relativ am Anfang, was das bewirken kann. Hormonreste bei Fischen für die Fruchtbarkeit oder Betäubungsmittel für Beuteverhalten, für Jagdverhalten. Und dann haben wir natürlich auch eine große Frage noch, das ist das Thema so eine Cocktailwirkung, Medikamentenreste mit anderen Verunreinigungen im Wasser, Chemikalien, Pestizide, also das müssen wir sicher noch besser verstehen und ganz klar müssen wir daran arbeiten, um auch diese geringen Spuren in den Griff zu bekommen. Bei der Vorbereitung dieses Panels habe ich mir überlegt, Mensch, wie machst du das? Da hast du also Arzneimittelhersteller da, du hast Medizintechnik-Leute da und du hast eine Meeresbiologin, eine Tiefseeforscherin. Wie kriegst du das zusammen? Aber wir haben es gerade eben von Ihnen gehört, Herr Weber, das Wort Wasser kam eigentlich ständig vor. Und da ist es eigentlich ein leichter Bogen zu Ihnen, Frau Feuser-Boetius. Sie sind, wenn ich das so sagen darf, ja nicht nur Chefin vom Alfred-Wegener-Institut Bremerhaven, seit 2017, glaube ich, im November, sondern Sie haben auch an ganz vielen Expeditionen teilgenommen. Also wenn einer nicht Lokomotivführer werden wollte, dann will er, glaube ich, Meeresforscher werden. Ich denke, dass Jacques Cousteau wahrscheinlich auch eine große Rolle gespielt hat in der Kindheitsprägung möglicherweise bei Ihnen. Wenn Sie das hören, ist das ein verantwortungsvoller Ansatz, was Sie auch in Verbindung bringen mit Ihren Expeditionen, was Sie da gesehen haben? Oder sagen Sie, das sind nur Lippenbekenntnisse, wir müssen wo ganz anders anfassen? Nein, darum geht es ja genau. Und Sie haben das ganz richtig formuliert, dass wir uns für alles, was wir nutzen und tun, wirklich Gedanken machen müssen, so viele Menschen, wie wir sind und so viel Platz, wie wir auf der Erde einnehmen. Was und wen betrifft das noch alles? Das ist das Netzwerk des Lebens, zu dem wir gehören, aus dem wir nicht aussteigen können. Da können wir noch so viele Technologien erfinden, wie wir wollen. Aber wir sind Teil des Lebens auf der Erde und das ist auch gut so. Und die Produkte, die im Wasser landen, da haben wir ja schon auch an den deutschen Küsten wirklich Erfahrungen gesammelt, was unbeabsichtigt weggeht. Keiner hasst die kleine Strandschnecke, aber sie ist verschwunden von den Nordseeküsten, eben weil niemand auf die Idee gekommen ist, dass Bootsanstriche einem Hormon gleichen, dieser Schnecke, die dann nicht mehr reproduziert. Und so haben wir mittlerweile tausende von Beispielen, wo Lebewesen im Meer, von denen man immer denkt, na, die können sich doch verkriechen, verstecken, alles verdünnt sich, betroffen sind. Und damit also die größte Ressource der Zukunft, wie Sie es auch schon sagten, Herr Maas, die Lebensvielfalt auf der Erde, das ist ja das, was die Erde auszeichnet, das, was uns Menschen so viel Reichtum und Möglichkeiten zum Wachsen gebracht hat, ist einfach die Leistung der Natur und die gefährden wir umfassend. Deswegen ist der Ansatz, was tun wir Menschen und wie wirkt das auf das gesamte Netzwerk des Lebens? Das ist der One Health Ansatz und den gibt es schon eigentlich länger. Nur ist er eben noch nicht in unserer ökonomischen und noch nicht ausreichend in unserer politischen Handlungsweise so aufgenommen, dass die Gutes tun, die sich kümmern, die nachhaltig sein wollen, belohnt werden und die zerstörerisch damit umgehen, eben bestraft werden. Wir haben es leider derzeit genau andersrum organisiert mit den Konsequenzen, die Sie ja alle kennen. Dr. Jochen Schmitz, jetzt nochmal, aber richtig, CFO von Siemens Healthineers. Siemens Healthineers, das wäre jetzt sehr salopp gesagt, die Techniksparte von Siemens, das stimmt so nicht mehr, das kann man nicht sagen, seit 2021 ein eigenständiges DAX-Unternehmen mit 66.000 Mitarbeitern in 70 Ländern aktiv. Sie sind Weltmarktführer in diesem Gebiet. Es wäre schon komisch, wenn der One Health-Ansatz bei Ihnen keine Rolle spielen würde auf der Führungsebene. Möglicherweise allerdings in anderer Richtung, als jetzt gerade Herr Weber es vielleicht dargestellt hat. Was bedeutet One Health für einen Medizintechnikhersteller? Ja, vielleicht lassen Sie mich nochmal anfangen mit dem Thema. Ich glaube, das ist ja ein Punkt, wo wir uns auch alle einig sind, dass One Health eigentlich der richtig weit geworfene Speer ist. Ja? Oder eine Vision, an der wir uns orientieren sollten. Ja, wir müssen natürlich auch immer damit umgehen, dass wir im Hier und Jetzt leben und
haben sehr viele Dinge, die im Hier und Jetzt nicht vernünftig funktionieren oder nicht gut genug funktionieren. Und ich finde deswegen auch den Ausspruch von Herrn Keynes, den ja jeder kennt, ja, in the long run we are all dead, ja, sehr wichtig, weil er damit ja nicht sagen wollte, ich will kurzfristorientiert sein, sondern ich mag es nicht, wenn wir nur über langfristige Lösungen reden, sondern müssen jetzt schrittweise uns fortbewegen, würde auch sehr pragmatisch vorgehen wollen und nochmal aufgreifen, was auch Herr Maas sagte. Ja, was haben wir denn gelernt aus der Pandemie zum Beispiel? Ja? Und was wir gelernt haben, neben vielen anderen Dingen, ist, wie wichtig Daten, Technologien sind, um mit neuen Dingen, die wir nicht kennen, umzugehen. Ja? Und dieses Thema, ja, und dieses Thema ist natürlich für uns ein ganz elementares Thema, weil es genau unser Geschäft auch betrifft, ja, Technologie. Und wie macht man Technologie nutzbar, um sie für Diagnose und Therapie zum Wohl des Menschen anzuwenden? Und natürlich haben wir auch ein Sustainability-Programm, das sich um die Thematik One Health kümmert. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir auch diesen Aspekt nicht aus den Augen verlieren, dass wir hier im Hier und Jetzt leben. Also ich bin nicht gegen das Thema sprechen, aber ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir nicht uns schnell einigen, dass das genau das Richtige ist und dann uns in den Armen liegen, aber nicht das Hier und Jetzt vergessen. Ja, so. Herr Senn, ich darf Sie in die Diskussion mit einbinden. Sie sind als Chef von Fresenius Kabi, von einem Arzneimittelhersteller, den vielleicht viele von den Infusionen her kennen, aber natürlich machen Sie sehr viel mehr darüber hinaus, außer Medizinprodukten für kritisch kranke Patienten weltweit, die entsprechenden Produkte. Der weltweite Ansatz, den Sie verfolgen, Sie sagen, im Vorgespräch haben wir das so erläutert, die Gesundheitsindustrie ist eine kritische Industrie, die eben auch gerade in Krisenzeiten gestärkt werden muss. Sie haben ganz klare Forderungen, was auch die Pandemie jetzt gezeigt hat, auch an die Politik. Was muss geschehen? Welche Impulse sind es, die Sie einfordern, um eben diesen One-Health-Ansatz auch wirklich mit Leben zu erfüllen? Ja, vielen Dank. Zunächst mal bin ich sehr froh, wieder dabei zu sein. Und den Satz hinter dem Spiegelstrich, gemeinsam für die Gesundheit, und der Bundesminister hat es bereits angesprochen. Die Gesundheitsindustrie, und ich möchte bewusst die beiden Worte betonen, wir haben die Gesundheit und auch eine ganze Industrie dahinter, ist für mich kritische Infrastruktur. Und was wir gelernt haben, ist, dass wir diese aufstellen müssen für die Zukunft, dass wir diese resilienter gestalten müssen. Und im Grunde haben wir aus der Pandemie gelernt, dass wir eine gewisse Wertschätzung erfahren haben, weil es um unsere eigene Gesundheit ging. Gleichwohl müssen wir uns neu aufstellen, auch hinsichtlich der Themen, die wir heute Morgen gehört haben, nämlich in einem veränderten geopolitischen Umfeld, gesellschaftliche Anforderungen, die sich verändern, aber auch marktliche, regulatorische, globalisierte Anforderungen, die sich ändern. Und wir haben gesehen, dass das, was die Angelsachsen als den Private Sector, die Industrie, bezeichnen, die hat es eigentlich geschafft. Natürlich, wie Herr Maas das in seinem Vortrag dargelegt hat, gemeinsam mit der Regierung und den wissenschaftlichen Instituten. Aber im Grunde genommen hat die Privatwirtschaft den Impfstoff und dann nicht vergessen die industrielle Produktion dieses Impfstoffes hervorgebracht. Also wir haben es geschafft. Und wenn wir gemeinsam nach vorne denken wollen, dann lassen Sie uns doch, und deswegen möchte ich da tatsächlich den Bundesminister ansprechen, diese schöpferische Kraft der Industrie nutzen. Heißt also, wenn ich das als einen Industriesektor begreife, die Gesundheit, dann brauchen wir ein industriepolitisches Konzept, das Impulse und Anreize setzt. Denn dieser Tage reden wir sehr viel über die Abhängigkeit von der Energie und debattieren auch, wie es dazu kommen konnte. Wir haben noch sehr viel mehr Abhängigkeiten, auch in anderen Industriezweigen, beispielsweise der Automobilindustrie, aber eben auch in der Gesundheitsindustrie, wenn ich vor allen Dingen an die Wirkstoffproduktion denke. Bei der Wirkstoffproduktion sind wir, ich möchte fast schon sagen, sehr kritisch abhängig von einigen Ländern, beispielsweise China und Indien. Wenn Sie sich die Neuzulassungen der Wirkstoffproduktionen anschauen, kommen 20% aus China und 40% aus Indien. Und selbst gegenüber den Indern sind die Chinesen in der Kostenposition noch mal ein Stück weit besser.
Das heißt also, wenn man einen gesamthaften industriepolitischen Ansatz machte, muss man für die krisenfeste Versorgung Deutschlands und Europa neben dem Thema des Preises und dem Zugang der Medizin für alle auch das Thema Versorgungssicherheit mit in den Vordergrund stellen. Und das bedingt natürlich auch Anreiz für beispielsweise lokale Fertigungen. Sie haben das Stichwort eben schon gegeben. Sie sagen Wertschätzung, die Sie aber auch erfahren haben in der Pandemie. Sie haben den Bundesminister eben schon angesprochen. Er ist uns ja zugeschaltet und die Chance wollen wir natürlich nutzen. Diese politischen Impulse, die Sie kurz eben umrissen haben, wie können die von der Politik denn möglicherweise tatsächlich gegeben werden, Herr Professor Lauterbach? Ja, wir arbeiten ja an entsprechenden Programmen. Das ist ja zum Teil auch schon öffentlich bekannt geworden. Das Bundeskanzleramt, aber auch das Bundesgesundheitsministerium arbeiten an also sogenannten Preparedness-Modellen. Und zu Preparedness zählt zum Beispiel, dass bestimmte Wirkstoffe, die man zur Versorgung der Bevölkerung benötigt, nicht nur für Pandemien, sondern allgemein die Arzneimittelversorgung, dass man die also auch sicherstellen kann in Europa zum Beispiel oder gar im eigenen Land. Wir haben entsprechende Versorgungsverträge also in Vorbereitung und somit ist das Thema gut beschrieben von den Kollegen auf dem Podium. Ich würde es ähnlich einschätzen, aber es ist kein neues Thema für mich als Minister. Ich habe mich also im Rahmen auch meiner Arbeit als Wissenschaftler und als Bundestagsabgeordneter immer dafür eingesetzt, dass wir insbesondere was die Wirkstoffe angeht, dass wir unabhängiger werden. Und da sind auch entsprechende Schritte schon in die Wege geleitet worden. Es muss mehr passieren, das ist ganz klar. Das Problem ist erkannt und wir brauchen eine also Wertschöpfungskette, die also in sich geschlossen ist, die uns unabhängig macht von einem also fragilen Welthandel. Denn davon müssen wir ja demnächst mehr ausgehen als in der Vergangenheit. Ich stimme Herrn Maas zu. Wir werden mehr Pandemien erleben. Wir werden also das auch sehr schwer aufhalten können. Ich arbeite selbst sehr intensiv auch im Rahmen der G7-Präsidentschaft daran, dass wir ein Konzept entwickeln, wo wir deutlich besser vorbereitet sind, also auf das frühe Erkennen, das frühe Reagieren auf Pandemien. Da zählen auch also neue Impfstoffe und Wirkstoffe für die Arzneimittelversorgung, die spielen da eine große Rolle. Es soll ein Netzwerk von Wissenschaftlern geben, die im internationalen Austausch stehen. Man muss sich das so vorstellen. Also wir haben 7 oder 8 Organisationen, die sich bisher mit dem Thema frühe Pandemie, also Erkenntnis und Bekämpfung auseinandergesetzt haben. Also wenn man diese Liste sieht, dann fragt man sich, wie das Virus je eine Chance haben konnte. Offensichtlich fehlt es dort an Struktur, Zusammenarbeit, aber auch an Qualifizierung. Das sind alles sehr wichtige Themen, wo ich im Rahmen meiner G7-Präsidentschaft also für den Bereich Gesundheit Akzente setzen möchte. Professor Maas, Sie sind eben gerade angesprochen worden. Auch ich habe gesehen, Sie haben ein bisschen mit dem Kopf, nicht genickt, aber auch nicht gerade Nein gesagt. Wie sieht das aus von Sanofi-Sicht aus? Es sind 3 oder 4 Punkte, die ich zu den Vorrednern sagen will. Zunächst mal, ich glaube, ein Punkt, das müssen wir uns alle klar sein. Und ich glaube, da ist sich noch nicht jeder klar. Frau Boetius hat es angesprochen. Wir müssen uns einfach klar werden, der Mensch ist nicht die Krone der Schöpfung, der Homo sapiens ist Teil der Schöpfung, aber nicht unbedingt ganz oben. Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2 zur Digitalisierung, Herr Schmitz. Natürlich, One Health und Digitalisierung widerspricht sich in keinster Weise. Also wenn ich mir anschaue, die Frau Boetius braucht unendlich viel Daten, künstliche Intelligenz, um ihre Ergebnisse zu erzielen. Wenn ich mir anschaue, in Brasilien gibt es im Moment Programme, die Genome der dort lebenden Fledermäuse zu kartieren, um am Ende die zu kennen, wenn sie eventuell eine Pandemie auslösen könnten, um dann eben noch schneller als dieses Mal einen Impfstoff zur Verfügung zu haben. Und wenn wir über Digitalisierung reden und wenn wir über den Patienten reden, den wir auch hier in Deutschland haben, dann müssen wir uns natürlich auch klar sein, dass der Patient von morgen, und da bin ich ganz bei Ihnen, Herr Senn, dass der Patient von morgen nicht nur ein Arzneimittel möchte. Der Patient von morgen möchte eine individuelle Lösung für sein individuelles Problem.
Und da gehört eine exakte Diagnose dazu, da gehört natürlich noch das Arzneimittel dazu, da gehört bei den Biologicals das entsprechende Device dazu und die entsprechenden Datenmengen. Und last but not least zu den Lieferketten, und da stimme ich Ihnen völlig zu, Herr Senn. Also wenn ich mir, natürlich müssen wir uns klar sein, dass wir im Moment noch von Vorstufen von Arzneimitteln, manchmal auch von ganzen Arzneimitteln, abhängig sind, die irgendwo in Indien, in China oder sonst irgendwo produziert werden. Und zwar, und ich glaube, das machen wir uns oft auch nicht klar, unter Bedingungen, die mit One Health nichts zu tun haben. Untersuchen Sie mal einen Abwasserkanal einer indischen Antibiotikafabrik. Da sind Sie gesund für die nächsten 20 Jahre. Also was ich damit sagen will, ist nur, ich finde schon, ich halte es für wichtig, und die ersten Initiativen werden ja gestartet, tatsächlich diese Abhängigkeit an den Lieferketten aufzuheben, dass es eben nicht passiert, dass eine Fabrik in China brennt und dann gibt es in Deutschland kein Piperacillin mehr. Sowas, das darf eigentlich nicht passieren. Aber dann, und deswegen habe ich gerade den Kopf so ein bisschen geschüttelt, dann müssen wir in Gottes Namen auch akzeptieren, dass manche Arzneimittel ein paar Cent teurer sind. Wir dürfen uns nicht nur, gerade wenn wir über One Health reden, dann dürfen wir halt in Gottes Namen nicht nur über Kosten reden, sondern müssen auch über die Folgekosten reden, die letztendlich durch solche, ja, fehlgeleiteten Lieferketten dann entstehen können. Und die Folgekosten im indischen Fluss vor der entsprechenden Fabrik, die treffen irgendwann auch uns, weil wir leben in einer Welt und nicht in drei oder vier. Wenn Sie es nicht gesagt hätten... Wenn Sie es nicht gesagt hätten, hätte ich es ganz klar natürlich jetzt aufgegriffen. Wir reden eindeutig auch über Geld, sagen wir es klar. Und wir wissen, da bringe ich Herrn Weber gerne wieder mit hinein, wir wissen, dass Rabattverträge natürlich Ihnen das Leben natürlich auch schwer machen. Alle wissen wir aber, es sind ja die Gelder der Versicherten, die hier nur ausgegeben werden können. Das heißt, es ist klar, dass ein Arzneimittelhersteller seine Produkte auch nicht zu Mondpreisen anbieten kann. Aber jetzt haben wir es da. Auf der einen Seite das unabhängig machen wollen und müssen, die Pandemie hat es auch unter anderem noch mal unterstrichen, von Lieferketten, Produktion in Europa. Was sind da die Ideen, nicht eines, sondern des größten Generika-Herstellers, wie man das vielleicht auch mit dem Kostendruck dann in Einklang bringen könnte? Ja, absolut. Kosten ist natürlich für uns als Generika-Hersteller ein ganz großes und wichtiges Thema. Wenn ich noch mal kurz bei Medikamentenspuren im Wasser bleibe. Wenn man was verändern will, muss man konkret werden. Und Maßnahmen kosten Geld. Wir müssen, wenn wir da wirkliche Verbesserungen erreichen wollen, den gesamten Lebenszyklus des Medikaments angehen, von umweltfreundlicheren Kriterien oder Berücksichtigung bei der Entwicklung bis zu verändertem Abgabeverhalten in der Apotheke, kleinere Mengen, anderes Verschreibungsverhalten vom Arzt, auch hier darauf achten, dass er nicht mehr verschreibt, als gebraucht wird, Mitarbeit aller Patienten in der Entsorgung und natürlich auch wir als Produzent. Und ich habe ein kleines Beispiel, wir produzieren auch Diclofenac in der Nähe von Magdeburg. Und die Überreste des Wassers aus der Reinigung der Produktion, die werden nicht in die Kanalisation geleitet, sondern in Fässer abgepumpt und die werden nachher über Tanklastwagen in eine Sonderreinigung gebracht, wo sie dann dem Abwasser zugeführt werden. Das sind Dinge, die man tun kann, die wir auch tun wollen und im Sinne eines ESG machen müssen und wollen, aber das kostet Geld und hier sind wir wieder bei dem Punkt. Und jetzt muss ich doch ganz kurz als Finanzmensch ein paar Zahlen loswerden. Generika bringen 80% Volumen an Arzneimittelversorgung, aber bekommt nur 8% des Arzneimittelbudgets, also 80% und 8% des Budgets. Und da haben wir natürlich ein Missverhältnis. Und wenn ich das jetzt nochmal umrechne für eine Tagesdosis, im Durchschnitt bekommen wir für eine Tagesdosis 6 Cent. Und da haben wir, wenn wir realistisch sind, irgendwo eine Grenze erreicht, wo das, was wir verändern wollen in Bezug auf Versorgungssicherheit, beenden der Abhängigkeit von Grundstoffproduktion, und es ist richtig, sind 2/3 kommen aus Indien und China. Wir haben uns hier in eine Abhängigkeit begeben, die nicht gesund ist, und das Gleiche gilt für Umweltverträglichkeit. Also wir müssen in der Ausschreibung hauptsächlich der Krankenkassen an die Produzenten
eine Kriterien mit einfließen lassen, die neben den Kosten eben auch Umweltverträglichkeit und Produktion in Europa berücksichtigen. Und wenn wir diesen Paradigmenwechsel hinkriegen, dann haben wir auch eine Chance, dass wir hier nachhaltig diese Probleme Versorgungssicherheit und Umweltfreundlichkeit besser hinkriegen. Frau Bisser. Das ist ja genau der Punkt, den ich versucht habe, anfangs zu machen. Wenn man das One Health-Prinzip umsetzt, dann gehört also die Gesundheit von Mensch, Tier und Umwelt ist die Wertschöpfungskette selbst. Und das Merkwürdige ist ja, Sie haben es ja gerade gesagt, selbst Sie wissen genau, was Sie besser tun könnten, aber Sie können es sich nicht leisten, in Anführungszeichen, Ihre Produkte würden zu teuer oder alles würde zu teuer. Und das ist das Irrsinnige, das ist das, was eben menschengemacht ist. Das ist ja kein Gottesgesetz, dass es so ist, wie es ist, dass die Gemeingüter, die Atmosphäre, das Wasser, die Böden, das Netz des Lebens, wie ich gesagt habe, dass die kostenfrei vermüllt werden können. Das ist kein Naturgesetz, das haben wir uns so eingerichtet. Das heißt, auch nur wir können diese Lösung bereitstellen und die Kosten verändern, sodass, wenn Ihre Firma das richtig machen will, sie davon profitiert. Das ist das One Health-Konzept. Auch ökonomisch gesehen bedeutet es, die Gemeingüter wertzuschätzen und mit einzupreisen. Und das ist nichts für die ewige Zukunft. Das ist das, was wir in der Gegenwart sofort brauchen, weil wir einfach keine Zeit mehr haben. Nehmen Sie nur die Atmosphäre und den Klimawandel. Da können wir uns ausrechnen, wie viel Platz für CO2 noch ist. Das heißt, es geht ums Heute dabei, wenn wir darüber sprechen. Bitte. Ich bin da vielleicht auch missverstanden worden. Mir ging es nicht darum, dass ich den One Health-Ansatz für falsch halte. Ich halte es für absolut richtig. Ja. Internalisierung externer Effekte ist notwendig, ist da keine Frage. Und ich glaube, wir haben uns auch, ich glaube, ich habe vor dem Konzept vor 35 Jahren an der Uni zum ersten Mal gehört. Ja. Seitdem haben wir uns ja zum Glück auch weiterentwickelt und zwar massiv. Und wir sehen das ja auch, es geht in die Regulierung rein und so. Das ist auch richtig. Ja. Was ich sagen wollte, ist, wir haben halt viele Dinge, die wir konkret jetzt angehen können, die als Potenzial da liegen und die wir einfach heben können. Ich mache mal ein Beispiel, Zugang zu Patientendaten. Ja? Weil letztendlich kriegen wir das nur in den Griff über technologischen Fortschritt. Anders werden wir es nicht hinbekommen. Wir werden immer mehr Menschen haben, wir werden immer mehr Ressourcen nutzen müssen, vom Prinzip her. Ja? Weil wir haben ja ganz viele Menschen auf diesem Planeten, die gar keinen Zugang zu lebenswerten Umständen haben. Ja, und wir können das nur über Technologie machen. Und deswegen müssen wir auch die Daten und die Ressourcen, die zur Verfügung stehen, heute stehen, verfügbar machen. Ja, und das ist, glaube ich, für mich ein ganz, ganz elementares Thema und ist auch eine ganz klare Forderung an die Politik, hier zu helfen. Ja, wenn man die Situation in Deutschland dazu ansieht, die ist halt schwierig, ja, weil sie die industriell sehr schwer nutzbar machen können, zum Beispiel Patientendaten. Ja, und wir müssen da Technologie offener werden, weil ich glaube, es geht nur über Technologie. Ja, machen wir es mal konkret. Ich meine, letztendlich heißt das doch, Sie sagten es auch, mehr Wert schätzen. Da ist das Wort Wert auch mit drin. Letztendlich geht es auch hier natürlich wieder ums Geld. Es muss natürlich irgendwo bezahlt werden. Entweder sind noch Reserven da, dass man sagt, man kann da noch optimieren, möglicherweise auch mit Technologie. Da wären Sie natürlich dann unter anderem gefragt. Oder wir müssen uns tatsächlich es mehr kosten lassen, was zum Beispiel Medikamente angeht. Da ist die Politik natürlich wieder gefragt. Deswegen mein Blick wieder zu Herrn Professor Lauterbach. Ganz klar ist, man kann nur das Geld ausgeben, was man einnimmt und man kann natürlich auch keine Schulden auf alle Zeiten machen. Wie ist da Ihr Ansatz? Das Problem kennen Sie natürlich mindestens so gut wie alle Teilnehmer hier, aber wie könnte man es lösen? Auf der einen Seite sehen, dass man die die Versorgungskette auch etwas resilienter machen muss, dass man mehr Geld ausgeben muss, auf der anderen Seite nicht unbedingt auch mehr Geld hat. Wie ist da der Ansatz eines Bundesministers? Ja, wir müssen dann einfach die Diskussion führen und so ein solches Forum ist ja eine wichtige Gelegenheit, solche Diskussionen zu führen. Da muss man sich zum Beispiel zunächst einmal also anschauen, wie entwickeln sich die Kosten, also die Ausgaben, die Kosten in unterschiedlichen Bereichen. Wenn man das also über die Strecke dann sich anschaut, über die letzten 4 oder 5 Jahre, dann muss man natürlich also auch feststellen, dass die Ausgaben im Bereich der Arzneimittel stärker gestiegen sind, zum Beispiel als die Ausgaben in der Pflege oder in der ärztlichen Versorgung oder in der Krankenhausversorgung oder bei den Hilfs- und Heilmitteln. Somit also hat man hier einen leicht überproportionalen Anstieg. Und dann kann man sagen, okay, dann vergleichen wir das also vielleicht mit anderen Bereichen in der Wirtschaft, also meinetwegen mit der Industrie oder mit dem Handel
oder meinetwegen mit den Ausgaben im Automobilbau und so weiter. Und dann würde man erneut feststellen, dass die Ausgaben für die Arzneimittel, also Versorgung, am stärksten gestiegen sind. Das kann man sagen, das ist richtig so, das muss dann so sein. Oder es reicht nicht, dann muss also der Anstieg stärker sein, dann muss es aber sehr gut begründet sein, weil die Bevölkerung braucht eine solche Begründung. Dann muss es zum Beispiel auch die Frage aufwerfen, welche Bereiche der Arzneimittelversorgung also würden davon profitieren, was erreichen wir genau, sollen wir besser die Forschung unterstützen oder also geben wir andere Anreize in der Debatte, die geführt werden muss. Wenn es dann teurer wird, also wenn dann insgesamt mehr ausgegeben wird, dann müssen wir uns auch die Frage dann also vor Augen führen, also was bedeutet das? Wir gehen dann ja deutlich, also bei den Sozialabgaben über die 40%-Marke weg. Also wir haben dann wiederum also die Frage zu stellen, können wir uns das leisten in Bezug auf unsere Wettbewerbsfähigkeit in anderen Bereichen? Es ist auf keinen Fall möglich, in den Medizinbereichen deutlich zuzulegen, ohne dass wir dann also in den Bereich kommen, wo wir also bei den Sozialabgaben insgesamt in einen Bereich kommen, wo die Wirtschaft dann zu Recht die Frage stellt, ist das machbar? Somit sind es immer also Kosten-Nutzen-Abwägungen, die werden von mir angestellt, natürlich auch von vielen anderen. Ich bin da im Austausch mit Wissenschaftlern, natürlich auch mit dem Sachverständigenrat, den Sie auch zu Gast hatten, auch mit Ihnen, aber es ist keine Diskussion, die leicht ist, sondern es ist eine Güterabwägung. Herr Senn, ich schaue Sie an. Sie haben den Worten zugehört, aber hätten da noch nur so eine Idee, wenn ich Sie richtig interpretiere vom Blick. Ja, in der Tat, ich versuche es nochmal, dass ich ein Plädoyer mache für ein echtes industriepolitisches Konzept, weil ich sage bewusst, die Gesundheitsindustrie als Sektor ist übrigens auch ein ganz entscheidender Sektor, der sehr, sehr viele Arbeitsplätze hier zur Verfügung stellt, hier und in Europa. Der im Übrigen auch exportiert, über 50 Milliarden werden exportiert. Sehr viel F&E wird ausgegeben, im Übrigen doppelt so viel als im Maschinenbau. Das heißt, wenn ich das Ganze als industriepolitisches Konzept gemeinsam begreife, dann glaube ich, kann man schon, wie es die Unternehmen im privaten Sektor auch machen, Wettbewerbsfähigkeit und Versorgungssicherheit gleichzeitig als Ziel angehen und dann anschauen, welche Hebel braucht es dafür. Und natürlich kennt Herr Professor Lauterbach die Zahlen für Deutschland besser als jeder andere. Deswegen nehme ich die aus USA. Sind wir bei knapp 20% des Bruttoinlandsproduktes Gesundheitsausgaben. Unter Präsident Obama hat man versucht, das unter den American Recovery and Reinvestment Act zu drücken. Jetzt mit Covid ist es wieder Richtung 20% gegangen. Und nur 10% davon gehen in Medikamente. Der Rest gehen in andere Themen des Gesundheitssektors. Und wenn man das ganzheitlich betrachtet, können wir uns anschauen, wo können wir da insgesamt effizienter werden? Mhm. Beispielsweise durch den Einsatz von Technologie, durch den Einsatz von Daten. Und dann sind wir bei so Schlagworten wie Accountable Care oder den Outcome, den klinischen Outcome besser zu machen. Wie geht das? Wie kann ich sozusagen Fehldiagnosen vermeiden, falsche Therapiepfade ganzheitlich betrachtet vermeiden? Da nehme ich Kosten raus, gleichzeitig reinvestieren. Und wir haben bisher gesprochen, reinvestieren in die Versorgungssicherheit. Stehen da Arzneimittel oder fortschrittliche Medizintechnik? Wir müssen aber gleichzeitig, Herr Professor Maas hat es vorhin kurz angesprochen, Schlüsselfelder, Schlüsselthemen für uns als Deutschland und als Europa identifizieren, wo wir dann wieder eine Chance haben, eine industrielle Wertschöpfung von Forschung bis hin zu industrieller Fertigung dahinter aufzubauen. Ich möchte einfach nur mal drei nennen. Ich nehme die Biologicals, da die Biosimilars, das ist natürlich meinem Unternehmen sehr nah und anverwandt. Ich nehme die Zell- und Gentherapie und ich nehme eine datengetriebene und KI-getriebene Versorgung. Das mal so als Zukunftscluster definiert, dann stehen wir bestimmt bereit, um ein ganzheitliches industriepolitisches Konzept zu machen, dass wir dann vielleicht sogar zu gleichen Kosten zu höheren Outcome kommen oder bei den Medikamenten tatsächlich die Versorgungssicherheit sicherstellen können. Das ist ja bitte. Also ich möchte Ihnen zu 100% zustimmen, Herr Senn, und vielleicht einen Datenpunkt für Deutschland noch hinzufügen. Wenn wir uns den Gesamtkuchen der Gesundheitskosten anschauen, dann sind die Arzneimittelkosten in den letzten Jahren überhaupt nicht gestiegen, sondern der Anteil ist immer gleich geblieben.
Und zum Zweiten, was mir wichtig ist in diesem Zusammenhang, wir müssen uns klar sein, Bereich Digitalisierung, Sie haben es angesprochen, Herr Schmitz, Zugang zu Daten. Wir haben in Deutschland ein digitales Versorgungsgesetz, das jetzt ausgerechnet der Privatwirtschaft verbietet, Daten von Patienten weiter zu verwenden. Wir machen 80% der klinischen Studien, wir verstehen ziemlich viel von Anonymisierung und dann dürfen ausgerechnet die privatwirtschaftlichen Unternehmen solche Daten nicht verwenden. Wer ist eigentlich? Das ist die Politik. Schlichtweg und ergreifend die Politik. Die könnte dieses Datengesetz tatsächlich in Anführungszeichen über Nacht tatsächlich verändern. Und dann könnten wir in der privatwirtschaftlichen Forschung diese Daten tatsächlich auch verwenden, um neue Angriffspunkte für Medikamente zu finden etc. Und wenn wir letztendlich jetzt wieder auf den One Health-Gedanken zurückkommen, wir müssen uns klar sein, dass wir unbedingt, wenn wir One Health tatsächlich verifizieren wollen, dass wir unendlich viel Forschung brauchen. Da steckt noch ganz viel in den Kinderschuhen. Das fängt mit Ihren Forschungen an oder mit dem Zusammenhang jetzt auch Abwasser, Medikamente, Hormone etc. etc. Und Forschung in Gottes Namen kostet Geld. Und wenn wir am Ende für die paar, und ich sage jetzt wirklich die paar, innovativen Medikamente, die wir durchbringen zum Markt, nicht den entsprechenden Ausgleich kriegen, dann wird die Forschung zurückgefahren. Und dann wird es weniger Forschung geben und dann werden wir auch weniger Möglichkeiten haben, One Health-Ideen umzusetzen. Und es ist genau, wie es Frau Boetius sagt, wir müssen uns klar sein, wir sind für die gesamte Wertschöpfungskette vom Anfang von Target Identification bis zum, wenn das Medikament dann am Ende in der Umwelt abgebaut wird, sind wir gesamtverantwortlich. Und danach sollten wir auch handeln und da brauchen wir Forschungsinitiativen. Und um Forschung finanzieren zu können, brauchen wir die gerechten Preise für die Arzneimittel. Sonst werden wir das nicht hinkriegen. Bevor ich gleich zu Ihnen nochmal komme, Herr Dr. Schmitz, muss natürlich Professor Lauterbach die Gelegenheit haben. Sie sind sozusagen indirekt angesprochen worden. Die Politik ist also schuld, was diese Nutzung der Daten oder die Verhinderung der Nutzung der Daten angeht. Da müssen Sie sich äußern dürfen. Ja, vielen Dank. Zunächst einmal, das ist nicht ganz korrekt, weil wir haben natürlich das Instrument der Datenspende eingeführt. Und die Datenspende kann auch für Forschungszwecke genutzt werden. Es ist allerdings auch richtig, dass es in Deutschland schwerer ist, solche Daten zu generieren, weil in den Vereinigten Staaten und auch in China die Daten zum Teil anders zustande kommen. In China werden die Daten einfach freigegeben durch den Staat. Und in den Vereinigten Staaten geht man mehr und mehr dazu über, dass man die eigenen Daten als Patient verkaufen kann. Das wissen Sie ja. Herr Haas, das ist nicht unproblematisch und wir haben daher dort eine unmittelbare Konkurrenz mit Modellen, die wir nicht kopieren können. Wir werden nicht die Daten für den Patienten freigeben können. Das kann nur ein paternalistischer Staat, der mit unserem Demokratieverständnis nicht kompatibel ist. Und wir werden es auch nicht dulden können, dass beispielsweise Krebspatienten ihre Daten an pharmazeutische Unternehmen verkaufen, damit damit geforscht wird. Das ist zumindest meine persönliche Sicht auf diese Dinge. Trotzdem brauchen wir hier Wege und das Instrument der Datenspende muss noch einmal überarbeitet werden. Da kann man mehr machen. Also ich habe da auch eigene Ideen. Ich bitte da einfach ein bisschen um Geduld. Bin da übrigens auch mit Vertretern der Industrie in Zusammenarbeit, weil ich gerne die Bedürfnisse der Industrie auch gut verstehe und denke mich da gut ein, denke ich mal. Das ist ein Schwerpunkt meiner Arbeit. Es ist aber nicht, Sie haben zwar recht mit dem, was Sie gesagt haben, aber es ist nicht alles verloren, sondern wir werden hier eigene Wege finden. Sie haben aber nichts mit den Wegen zu tun, die möglich sind in autoritären Staaten oder in Datenstaaten, wo man die Daten schlicht und ergreifend verkaufen kann. Das halte ich für falsch. Das macht die Hoffnung, aber Herr Dr. Schmitz. Ja, ich glaube, da gibt es ja auch Zwischenwege, die man finden kann, die, glaube ich, akzeptabel sind. Vielleicht auch noch mal ein Punkt, Herr Lauterbach, weil Sie es auch angesprochen hatten. Sie haben sehr stark über Kosten argumentiert. Ich bin jetzt Kaufmann von der Ausbildung her, würde mir ja sehr naheliegen, ist aber auch nur ein Blick auf die Sache. Und wahrscheinlich
einer, der unter Umständen auch schnell zu Fehlschlüssen führt. Ja, da müssen wir sehr aufpassen, ja, weil wir natürlich letztendlich müssen wir schauen, was bringt es, was schafft Wert. Das geht dann auch sehr schnell in den One-Health-Ansatz über. Ja, was ist am sinnvollsten? Ja, und da kann es natürlich sein, dass wir mehr Kosten in bestimmten Bereichen der Gesundheitsversorgung brauchen, weil es dann die externen Effekte deutlich reduziert und so weiter und so fort. Das ist aber natürlich, ist uns allen klar, deutlich komplizierter, als auf die Kosten zu schauen. Ja, deswegen können das Kaufleute so gut, das ist nicht so kompliziert. Ne? Das kann man halt, das hat man halt in der Hand. Ja? Aber das andere ist eigentlich das, was schwierig ist. Und das muss man tun. Nur so kommt man weiter. Professor Bözius, Sie fühlen sich ja nicht nur auf und unter dem Wasser wohl, sondern Sie beraten auch die auf ganz hoher See die Politik. Und da spielen ja diese Ansätze sicher auch eine Rolle. Ich kann mir das vorstellen, wie Sie Ihre Punkte dort klar machen. Aber immer wieder kommt man natürlich dann auch an den Punkt, ja, wie kann man es besser machen, wie kann es korrigieren? Ist da, ich will jetzt nicht immer auf dem Geldpunkt da herumreiten, aber man kommt wahrscheinlich schnell darauf. Und was ist dann Ihrer Erfahrung nach die Antwort der Politik? Beziehungsweise Ihr Rat an die Politik? Ja, natürlich gibt es nicht die Politik, sondern da gibt es eine ganze Reihe von Optionen und es sind Aushandlungsprozesse und natürlich spielen Bürgerinnen und Bürger selbst da drin eine riesige Rolle. Natürlich auch bei Patientendaten. Das ist nichts, was Industrie und Politik aushandelt ohne den Menschen. Und dann ist man sofort bei dem, auf das auch Ludwig Erhard immer verwiesen hat, es geht ums Verstehen, ums Lernen, ums Begreifen. Es geht darum, beteiligt zu werden und zu verstehen, dass auch Daten, dass man selbst einen Wert darstellt. Und auch da haben wir noch einiges zu tun, bis wir diesen Teil in Deutschland auch für Gesundheit so aufgestellt haben, dass das natürlicher und einfacher wird und auch demokratisch bleibt. Aber meine große Sorge ist bei all dem, wenn ich so zuhöre, ich kann mich in das hineindenken, um was es geht. Es geht um ökonomische Prinzipien der Gesundheit. Aber nochmal, das One-Health-Prinzip bedeutet ja, dass wir so ökonomisch handeln können, dass wir die Natur nicht vollends zerstören. Und Herr Maas, vorhin konnten wir Ihnen ja zuhören. Sie haben nicht die harten Zahlen dahinter genannt, sehr wohl aber gesagt, es geht schlichtweg ums Überleben. Und das möchte ich an dieser Stelle nochmal betonen. Das ist jenseits von Kostenbetrachtungen das Überleben. Und vor 30 Jahren, fast auf den Tag genau, gab es in Deutschland schon eine Enquete für den Schutz des Planeten und der gemeinsamen Gesundheit des Planeten und der Artenvielfalt. Vor 30 Jahren, da können wir nachlesen, was vor 30 Jahren gesagt wurde, was mit unserem Wissen, was wir damals schon hatten, getan werden soll. Und heute stehen wir so da, als wäre so ein Gutachten erst gestern geschrieben. Und ich glaube, das ist für alle wichtig, die hier sind, das mitzutragen, dass wir ein fundamentales Wissen darüber haben, wie es eigentlich richtig geht und dass es keine Entschuldigung mehr gibt, das richtiger zu machen. Und ich wünsche mir sehr, dass eben auch bei den ökonomischen Betrachtungen immer wieder klar ist, die Katastrophen, die vor uns stehen, die wirbeln alles so durcheinander. Das hat man heute Morgen ja auch gehört bei den Betrachtungen zur Energie, zu allem. Wir können uns nicht darauf verlassen, dass wir eine bequeme, ruhige Gegenwart haben, die jetzt verlängert werden kann, sondern ich sage noch mal, ein Wertstoff, den Sie sicherlich auch in Betracht ziehen müssen, das ist einfach Wasser. Wissen Sie, dass wir über die letzten drei heißen Jahre in Deutschland vor einer Wasserknappheit standen, wo es kurz davor war, hätte es nicht wieder einen Sommer geregnet, dass man sich gestritten hätte, geht das Wasser nun auf die Landwirtschaft, in die Wälder oder in die Industrie oder zum Bürger. Und das nochmal in Betracht zu ziehen, also zusammenzusitzen am Tisch und das System der Gesamtgesundheit wirklich zu besprechen, das ist das, was wir den Menschen, was wir uns schulden. Und ich hoffe wirklich sehr, dass wir dazu in der Lage sein werden, weil die Katastrophen richten sonst einfach, was wir nicht in Ruhe planen werden. Und in dem Zusammenhang? Ich stimme Ihnen völlig zu, Frau Bözius. Und in dem Zusammenhang nochmal auf Ihren Punkt zurückzukommen, Herr Schmitz. Natürlich müssen wir schrittweise vorgehen. Wir müssen nur uns vielleicht auch das eine oder andere Mal trauen, einen etwas größeren Schritt zu machen und nicht immer nur diese kleinen Schritte, weil wenn wir immer nur die kleinen Schritte machen, überholt uns die Realität, schlichtweg und ergreifend. Und das Zweite, was ich dazu sagen wollte, Frau Bözius, ich glaube, Sie haben die Situation völlig richtig geschildert, aber wir werden am Ende nur in der Lage sein, diese Situation zu lösen, wenn wir
auf Forschung und auf Technologie bauen und nicht unbedingt auf Verzicht und Einschränkungen. Ich glaube, beides kommt zusammen, beides muss zusammenkommen, aber wir dürfen nicht, und da möchte ich darauf zurückkommen, was ich ganz am Anfang gesagt habe, wir können uns diese Technologiefeindlichkeit auch im Bereich Gesundheit schlichtweg und ergreifend nicht mehr leisten. Es ist ja immer ganz... Ich würde mich da gern zu streiten, was eigentlich diese berühmte Technologiefeindlichkeit sein soll. Es hat was mit Werten zu tun und mit dem Menschen selbst, für das wir uns entscheiden. Ich kenne nicht viele Deutsche, die grundsätzlich oder Europäer oder überhaupt Menschen, die generell technologiefeindlich sind, weil Technologien ist ja verstehen, was zum Beispiel die Natur als Teil unserer Technik eben für uns leistet. Es geht um Verständnis, um Wissen, sicherlich, aber das anders zu agieren, grundsätzlich mit Verzicht zu verknüpfen und so zu tun, als unsere Zukunftsentscheidung wären jetzt halt ein Veggie Day mehr oder weniger oder mal ein Grad die Temperatur runterstellen, davon redet ja eigentlich wirklich keiner. Sie wissen, dass es wirklich ums große Ganze geht und dass es nicht durch Verzicht zu regulieren, das ist zu einer völligen Umstellung, einer Transformation des technologischen und sozialen Handelns nur zu erreichen. Definitiv, ja. Nach der Uhr wären wir eigentlich schon durch, aber ich bin jetzt einmal mal so keck und würde das doch noch gerne kurz mit hineinnehmen. Wir sind ja auch etwas später gestartet. Herr Weber, wir hatten uns im Vorgespräch darüber unterhalten, bisher waren wir immer in der Diskussion relativ weit oben. Wir haben von der großen Politik gesprochen, von den großen Unternehmen, aber in den Vorgesprächen kam so einiges auch heraus, was wir Einzelne tun können im Sinne eines One Health-Ansatzes. Wir hatten über die Arzneimittel gesprochen, jetzt nicht nur umwelttechnisch gesehen, was den Hersteller angeht, sondern was auch das Nutzerverhalten des Einzelnen angeht. Stichwort Salben, Stichwort Medikamentenentsorgung. Vielleicht, wenn wir mal ganz praktisch werden wollen, dann kann nämlich jeder von uns was tun. Noch einmal den Hinweis, was wir selbst machen können. Herr Weber. Ja, also eine Kleinigkeit, wo jeder tatsächlich beitragen kann. Und wir sind ja auch alle Patienten, die wir hier sitzen. Wenn wir Cremes und Salben benutzen, dann sollte man die mit einem Tuch abwischen, bevor man badet oder sich duscht, damit die Rückstände nicht ins Wasser gehen. Und die andere Kleinigkeit, bitte Medikamentenreste niemals im Wasser, im Trinkwasser entfernen, sondern immer in den Hausmüll, dass er ordentlich verbrannt wird. Dankeschön. Klingt wie eine Lappalie, aber es ist wirklich ein großes Problem. Bitte nicht in die Toilette, da kippen es die meisten Leute hin, da hat es aber nichts verloren, sonst kommt Frau Professor Boetius persönlich nach Hause. Wir sind ein bisschen so mittendrin. Wir haben eine Tour d'Horizon gemacht, wunderbar, zu dem Thema One Health. Ich denke, wir haben gelernt, dass One Health deutlich mehr als ein Floskel ist, als ein Schlagwort. Es wird gelebt von der Industrie, sei es jetzt Arzneimittelindustrie, sei es Technikindustrie. Wir haben gesehen, dass das Werkeln, das hat, glaube ich, Professor Maas sehr schön deutlich gemacht, das Werkeln des Einzelnen in seiner einzelnen Disziplin ausgedient hat. Wir müssen uns interdisziplinär vernetzen. Das geschieht ja auch schon. Es muss sicher noch stärker werden. Und wenn auch nicht jeder Einzelne von uns wahrscheinlich so ein Universalgenie wie Alexander von Humboldt wird, nachdem dann gleichzeitig eine Lilie, ein Mondkrater und ich glaube eine Meeresströmung genannt wird, das wird wohl nicht gehen. Aber wenn wir uns interdisziplinär vernetzen, dann können wir, glaube ich, auch eine Gesundheit bauen, die für viele oder eine Zukunft bauen, die für viele wirklich auch eine Gesundheit bedeutet. Ganz herzlichen Dank, auch Professor Lauterbach, dass Sie so lange ausgeharrt haben und zugeschaltet waren. Herzlichen Dank dafür. Vielen Dank an meine Gäste hier. Und jetzt geht es weiter, glaube ich, mit Hubert Aiwanger. Herzlichen Dank. Applaus